Sabine Schmuck auf dem Weg zu ihrem Geburtshaus. Seit 97 Jahren ist sie selbstständige Hebamme aus innerer Überzeugung. Ihren Berufsstand sieht sie in Gefahr. Der Grund: steigende Kosten bei stagnierenden Leistungen der Krankenkassen. Die Hebammen im finanziellen Würgegriff. Sorge bei den Frauen, die vor der Geburt ihres Kindes besonderen Wert legen auf die persönliche Beratung, das private Umfeld. Ich möchte gerne eine Art private Atmosphäre haben mit meiner Familie, mit meiner Mutter, meinem Mann und meiner Hebammen. Doch die Voraussetzungen, um Kinder auf diese Weise zur Welt zu bringen, sind denkbar ungünstig, wenn man auf die Kosten schaut. Allein in den letzten 10 Jahren sind die vorgeschriebenen Versicherungsprämien für Hebammen, die Geburtshilfe leisten, um 400% gestiegen. Die Honorare der Kassen allerdings blieben im Wesentlichen unverändert. Wenn die Versicherungen weiter entweder sich ganz zurückziehen und eben nur noch eine Versicherung da ist, wo man sich überhaupt versichern kann, dann ist in der Tat so, dass wir um die Existenz fürchten müssen. Die Prämien sind schwindelerregend hoch und steigen weiter. Momentan habe ich jetzt eine Planungssicherheit für die nächsten 3 Jahre, wenn ich das Angebot annehme. Aber ich habe auch keine Alternative. Die anderen Kolleginnen im Deutschen Hebammenverband haben jeweils immer nur für 1 Jahr Planungssicherheit. Sabine Schmuck richtete eine Petition an den Deutschen Bundestag mit der Forderung, den Frauen das Recht auf freie Wahl des Geburtsortes und der Geburtsbegleitung zu garantieren und damit den Berufsstand der Hebamme zu sichern. Eine Forderung, die sie im Petitionsausschuss selber vortragen konnte, aufgrund der großen Resonanz ihres Anliegens. Rund 52.000 Unterschriften bekräftigten ihre Überlegungen. Auch in ihrem Geburtshaus daheim in Ingolstadt ist die Haltung eindeutig. Natürliche Geburt, Vorsorge und Rückbildung anstelle klinischer Abläufe ist den Frauen wichtig. Ich wollte eben hierher, weil ich mich hier gut aufgehoben gefühlt habe, sofort von Anfang an persönlich gut betreut wurde. Es wird halt auch nach dem Menschen hinter der Frau gefragt und es wird auch auf das Kind sofort eingegangen, auf das Ungeborene. Und das war sehr sympathisch und sehr angenehm. Man ist halt für sich und man kann halt für sich auch entgebären, mehr oder weniger. Ja, was halt im Krankenhaus nicht so unbedingt möglich ist, weil wenn man jetzt nicht seine direkte Hebamme hat, die nonstop für einen da ist, dann wechseln halt die Hebammen, dann kommt der Arzt rein, dann kommen die Schwestern rein und dann, also ich habe es halt mit dem Kaiserschnitt erlebt und es war für mich halt keine so sonderlich tolle Erfahrung. Ich bin davon überzeugt, dass eine Schwangerschaft keine Krankheit ist, sondern ein ganz normaler physiologischer Ablauf, der in die Hände von weisen Frauen gehört und nicht in eine Klinik. Dazu gehört das sehr persönliche Gespräch zwischen werdender Mutter und Hebamme. Die medizinischen Daten, psychologische Befindlichkeit werden ebenso festgehalten wie das Eingehen auf sehr persönliche Belange, zum Beispiel das Reduzieren von Angst durch die Nähe der Betreuung. Auch Recht und Möglichkeit zur Selbstbestimmung, dass ich genau mache oder tue, was ich möchte oder was gerade in dem Moment nötig ist und dann nicht, was die Ärzte dann gerade denken oder für nötig finden. Zurück zu den Kosten. Der Aufwand für die Hebammen, die Geburtshilfe leisten, ist groß. Sie werden durch die Leistungen der Kassen nicht gedeckt. In dem Gesetzentwurf des Bundestages ist zwar festgehalten, dass Hebammen eine angemessene Vergütung zu gewähren sei, doch diese Zusage ist unter den Vorbehalt der Beitragsstabilität gestellt worden. Hebammen, so die Klage, haben keine ausreichende Lobby. Wie in allen sozialen Berufen gibt es auch eine begrenzte Lobby, wobei ich also da an der Stelle einfach sagen muss, wir haben eine große, große Elternunterstützung. Aber Eltern haben auch keine Lobby. Doch scheinbar scheint das Bewusstsein zu einem natürlichen Umfeld im Rahmen einer Geburt zu wachsen. Dieser Ruheraum, komplett mit Salz ausgestattet, ist ein Beleg dafür. Doch auch er ist keine Garantie für das Überleben des Hebammenberufs, falls sich die Voraussetzungen nicht ändern. Solange es sich in irgendeiner Form verwirklichen lässt, möchte ich gerne weiterarbeiten, weil es mir sehr wichtig ist und ich das auch eigentlich als Auftrag sehe an mich persönlich, hier auch weiter zu kämpfen, die Missstände öffentlich zu machen. Und solange es irgendwie möglich ist, möchte ich weiterarbeiten. Sollte sich das irgendwann wirklich nicht mehr rechnen oder aber auch die Krankenkassen dann wirklich den Hahn zudrehen für außerklinische Geburtshilfe, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als aufzugeben. Das Geburtshaus in Ingolstadt. Eine politische Demonstration.